Die Welpen sind jetzt schon ein paar Tage alt und man sieht schon die ganze Entwicklung, denn Yuki und Tani ändern auch mittlerweile so ein bisschen ihr Verhalten. Anfangs hat Yuki Tani noch wirklich weggeknurrt, er durfte also gar nicht in die Höhle reinschauen. Und jetzt zum Beispiel heute durfte er auch schon mal am Rand reingucken. Das hat Yuki jetzt schon mal zugelassen.